Das Laienzentrum der Foyer Unitas ist eine internationale Residenz für Laienstudenten, die Studenten während ihres Studiums in Rom aufnimmt und ihnen bei ihrem intellektuellen und geistlichen Wachstum hilft. Sie bietet verschiedene Programme auf internationalem Niveau an und hat zum Ziel, ihren Studenten eine solide theologische Grundlage zu vermitteln und Rom für sie in einen Klassenraum des Lernens zu verwandeln, ihnen Zeit zum Gebet zu verschaffen und ein Zusammenleben verschiedener kultureller Hintergründe zu ermöglichen. Diesen Herbst wird die Residenz in das Kloster des heiligen Paul und Johannes umziehen, das sich im Zentrum Roms befindet. Der neue Hauptsitz verfügt über ein großes Grundstück und einen wunderschönen Blick auf die römische Architektur. Die Direktorin des Zentrums, Donna Orsuto, die auch eine Professorin für Spiritualität an der päpstlichen Universität Gregoriana ist, erklärt das Ziel des Zentrums. Wir versuchen unseren Studenten beizubringen, wie sie ihre Studien mit dem täglichen Leben vereinen können und bieten auch ein kleines Formationsprogramm für Studenten an, die nach Rom kommen, um an einer päpstlichen Universität zu studieren. Die Erfahrung des Laienzentrums in Rom ist eine persönliche Bereicherung für die Studenten. Reverend Stephen Rehrauer, Priester und Universitätsprofessor, erklärt, was die Studenten erleben. Es ist schon etwas Besonderes, am Morgen aufzuwachen und in Straßen zu wandeln, in denen die Zeugnisse einer Zivilisation, die 2000 Jahre alt ist, bewundert werden können. Das Laienzentrum ist nicht nur ein internationaler Ort für Menschen, sondern bietet auch Möglichkeiten für den interreligiösen Dialog. Das Zentrum ist wirklich international, was man zum Beispiel daran sieht, dass wir jedes Jahr Studenten aus 10 verschiedenen Ländern haben. Es ist aber auch ein ökumenisches Zentrum, ein Zentrum, in dem der interreligiöse Dialog möglich ist. Wir haben nicht nur katholische Studenten, sondern auch aus anderen christlichen Denominationen, Orthodoxe, Protestanten, aber auch Mitbewohner aus der muslimischen Welt.